So, guten Morgen, wir haben heute den 26. September. Hier ist die neue GoPro Hero 5. Ihr seht es nur so halb im Bild. Ich mache dafür mal ein kleines Unboxing. 2 Minuten, nicht länger, weil sonst wird es kacke. Man hat hier unten drin einmal, wenn ich es rauskriege, einmal so ein komisches Ding durchreißen. Dann kann man hier rausnehmen. Und zwar die komplette GoPro. Der Karton ist jetzt leer. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben hier die GoPro mit so einem neuen Clip hier hinten drin. Vielleicht sieht man den, ich weiß es nicht. Könnte sein. Und dann kann man die rausnehmen. Dann hat man hier die Hero 5. So sieht sie aus. Mit dem Frame, der da schon drum rum ist, weil man braucht ja nicht mehr mit die wasserdichte Hülle. Und ich hole jetzt mal die Kamera hier raus aus dem Frame. Na, komm. So groß ist die Kamera, ohne Frame, ohne alles. Und das hier ist der Frame, ein bisschen neu geworden. Nicht mehr so hässlonartig wie der alte. Nee, wobei der alte war eigentlich voll in Ordnung. Dann hatten wir hier drinnen wieder, wie normalerweise, so eine Quick-Start-Anleitung. Die braucht kein Mensch. Also jeder, der schon mal eine GoPro in der Hand hatte, braucht diese Anleitung eher nicht. Dann ist hier drinnen was ist das denn für ein Kabel? Ein GoPro möchte gerne Ladekabel, weil GoPro jetzt anscheinend auch eigene Ladekabel hat oder kennt wer den Anschluss, keine Ahnung. Ist also auf jeden Fall kein Mini-USB mehr. Ein gebogenes Klebepad, wie sonst auch meistens. Einen roten, nee, genau, ein gebogenes und ein gerades Klebepad. Ein Akku für die Hero 5, der natürlich wieder anders ist als der Hero 4 Akku. Also habe ich nun ja nur einen Akku. Und gucken wir, was hier sonst noch drin ist. Ist das Ding leer? Die restliche Packung ist leer. Da kommt nichts mehr. Also, bei der GoPro Hero 5 ist dabei einmal hier die beiden schönen Klebepads, der Akku, das Ding, Ladekabel und das. Der Rest an Sachen bringt uns nicht viel, aber ja, das war's.